Hallo und herzlich willkommen, Leute. Wir sind wieder da bei Warframe. Mit mir allein und Nico mal wieder, weil die anderen halt keinen Bock haben. Voll die Säcke. Ja, und ich brauche immer noch Rhino Prime Zeugs. Und deswegen habe ich ein, zwei T2 mobile Verteidigungssachen zusammengefarmt. Ich habe jetzt 4 Stück. Ja, und die machen wir jetzt aber mal und rekrutieren erstmal ein paar Leute. Und dazu schreiben wir rein, ihre T2 mobile Verteidigung. Lümmel. Das machen die Leute immer mit, finde ich gut. Zack. Gucken wir mal, wer alles Lümmel reinschreibt. Slash Invite zum Einladen. Ah, mit Sternchen sogar. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Leute kommen, sonst, ja. Jetzt muss ich die Scheiße allein machen. Ah, kommt schon. Okay. T2 Mob Dev. 1, 3, 4, 5. 5 nehmen wir einfach. Ist einfacher. Ist immer so toll, weißt du, wenn man rekrutierst und denkst, ja komm, die Leute, die haben voll Bock auf Zeugs. Und dann kommt halt einfach niemand, wa? So, das ist einfach nervig. Die meisten machen halt immer Wrackdev oder sowas, oder die meisten hängen auch gar nicht da im, gucken gar nicht im Rekrutierungschat. Ich meine, ich mache es ja auch nur, wenn ich rekrutiere. Aber wir warten jetzt auch mal kurz. Ist halt jetzt unspektakulär und ich muss wieder irgendwie gehen. Merkwürdig. Vielleicht stecke ich mich ja selbst mit dem Jänen an. Könnte ja sein. Hi, suche T3 aus, dann will auch jemand hier Rhino Prime Zeugs kriegen. Das ist nämlich mega schwer zu kriegen. Ich habe jetzt nur einen einzigen Rhino Prime gesehen. Und weiß nicht, der... Da haben wir den ersten. Invite. Radler 88. Komm rein, hier. Invite Radler 88. Unbekannter Befehl. Ich leck mich einfach. T2 Mobdev 555 oder Lümmel. So einen aktiven großen Clan, Nubi-freundliche TS, über 80 Mitglieder. Da haben wir schon ein paar. Monster T. Onkel Amo. Invite. Scharf. Wir sind schon mal... 3 sind wir, noch einer fehlt. Na, la, la, kommt schon. Ist immer so langweilig zu rekrutieren. Manchmal nervt mich das echt. Manchmal ist halt momentan voll oft. T2D 555 oder Lümmel. Ah, braucht T3, alles klar. Ah, diese Abkürzung. KP heißt eigentlich kein Plan. Und NP heißt kein Problem. Aber naja, ist egal. Ist egal. Hi. Ready? Es ist einfach schneller, weißt du? Ich habe mir das nur in diesem einen Spiel, habe ich mir das, da siehst du Plus, um zu sagen, ja, bin bereit. Abartig. Na komm. Gehen wir mal los, wa? Und wir hoffen, dass wir, ich glaube, Rhino Prime... Helm? Ich glaube Helm, ja. Kriegen werden. Chassis ist bei T3 Survive und Systeme bei Exterminate. Oder umgekehrt. Ich glaube gerade umgekehrt. Nee, oder, auf jeden Fall irgendwas in der Richtung. Nehmen wir mit.
du. Fängt schon mal gut an. Unser Lieblingskumpel hier, den Kanonier. Ah, geh rüber. Er ist nicht tot. Ich bin allein so gestorben. Ja, ich glaube, der ist auch Maximum equipped für die Quest. Exakt. Ja, er spielt auch mit Haltung und so. Da. Ah, ist nicht klar. Boah, wie ich das besser finde, dass ich jetzt hier einfach öfter schießen kann. Und es weniger verzieht, weil ich nicht mehr so schnell schießen kann. Das ist schon echt besser. Besser. Gut, gehen wir da lang. Ja, erstmal runterfallen. Da kann man nicht verrecken. Kleine Absicherung. Ich hasse diese Dinger. Ich laufe da immer dagegen. Immer. Obwohl es so offensichtlich ist. Schon wieder. Mann, bin ich schlecht. Hier ist der Terminal. Bring mich rein. Geh da hoch. So, rein mit der Kacke. Was macht denn die da? Ach so. Okay. So, dann machen wir es ganz normal, wie immer. Wir ballern einfach mit unseren Fäusten rum. Mörderding, Arm drücken mit Waldkill. Überlebst du nicht. Arm drücken gegen Waldkill. Steig auf ihn drauf. Papp. Langweilig. Nicht mal richtig zerficken kann der hier. Na. Boah, ich hätte gern die Dual Kammer, dann hätte ich wenigstens mit was anderem draufhauen können als mit der Ulti. Ich finde, dass es auf Dauer halt unspektakulär ist. Die ganze Zeit, ja, okay, gut, Ulti. Normal, Ulti. Okay, ja, gut. Ist halt auf Dauer auch ein wenig eintönig zu spielen. Mit ein wenig meine ich sehr. Wüsste nicht. Kacke, okay. Ah, aber es ist nur ein Gegner. Ich kann nicht wissen, dass er das falsch macht. Aber mit so Schilddingern kommt man besser klar. Also vom Überleben, Faktor her. Ich frage mich halt immer, weißt du, die starken in Warframe, was haben die für Sachen drauf, dass sie so mighty sind? Was haben die für Waffen und was für eine Klasse spielen die dann? Ich weiß ja schon, dass man geht jetzt in den High-Level-Bereich, dass man eigentlich immer guckt, gegen welche Fraktion kämpft man. Und dass man dann eben guckt, ja gut, okay, ja, nämlich hier Schnittschaden, Durchschlagsschaden, Einschlagsschaden. Weil die eben verschieden gut darauf anspringen, sag ich mal. Ich hab mein Terminal vergessen, wa? Ohne Terminal kannst du nichts machen. Traurig, aber wahr. So, ja. Spot. Ich habe da ja kein Problem mit. Meine lieben Freunde erledigen das für mich. Obwohl ich das eigentlich hätte machen sollen.
Naja. Dann fange ich ab hier an, eben die zu töten. Nicht gesehen. Oh, ist aber böse hier. Kaputt machen. Hab ich das Ding noch? Ja. Ich muss zugeben, erstmal, dass ich hart falsch gelaufen bin. Yay! Und das ist bei mir megamäßig leck. Ich weiß immer noch nicht wieso. Jetzt kotzt mich megamäßig an. Weiß nicht, ob es an Warframe liegt oder an... Weil das Spiel einfach ein paar farbliche Veränderungen beinhaltet. Vielleicht sollte ich das ja auch über 30 Frames aufnehmen und nicht in 60. Kann ja auch sein. Komm, da ist der Deckel vom Arsch. Ich kipp die Scheiße einfach rein. Müssen wir demnächst mal eine Aufnahme mit 30 Frames. YouTube kann, man kann auf YouTube eh nicht mehr sehen, also ist egal. Um zu sehen, ob es danach noch leckt oder nicht. Das wäre nämlich praktisch. Für manche Shooter ist ja so, weißt du, da muss ich in 60 Frames aufnehmen, weil dann, weil sonst sind mir 30 Bilder einfach zu wenig. Das hört sich komisch an. Aber es ist halt echt so, unser Auge kann 50 Bilder pro Sekunde wahrnehmen. Und da sind 30 manchmal zu wenig. Obwohl es auch flüssig läuft mit 30. Will ich ja gar nicht bestreiten. Ja, was macht denn hier? Der fette Party. Mit dir. Los, verschwinde. Ist hier nichts zu suchen. Ja, kann sein, dass ich demnächst, oder als nächstes bald, eine Survive-Quest aufnehmen werde, in der ich hoffentlich nicht so unoft verrecken werde, denn in der werde ich meinen Frost-Level. Irgendwie muss man es ja machen. Ich finde Survive-Questen T3 bestenfalls sind dafür am besten geeignet. Ich hab das Gefühl, ich werde megamäßig verrecken. Also alle 5 Minuten dann. Mindestens 4-mal. 5-mal. Irgendwas in dem Bereich. Hör's auf damit! So, kommen sie wieder. Na, 2 Minuten haben wir noch. Spaß. Mal so richtig geil auf die Fresse punchen. Ich weiß auch nicht, welche Klasse das ist, hier so einen komischen den Ring da drüber macht. Alter, der greift hier einfach das Ding an und niemand bemerkt. Kann auch nicht angehen. Die steht genau davor. Ja, dieses komische Ding, ich glaube, das macht das zieht Verteidigung ab und dann auf einmal explodiert das Ganze. Wisst ihr gerne, welche Klasse das ist? Ja, ich glaub, Nova. So, mit Hysterie erinnert mich die Olle eigentlich ziemlich stark an Alice Madness Returns. Nur, dass da nicht alles auf einmal schwarz-weiß war. Aber sie trotzdem krank abgegangen ist. Pot gibt Damage. Er weg. Ah, Situation schnell geklärt. Ich kann's nicht. Ham!
reingerannt. Die andere umgehauen. Der weg, der weg. 11 Sekunden, naja, komm mal. Haben wir schon gewonnen. Brauchen wir eigentlich schon nichts mehr machen. Was war das denn jetzt? Mit dir. Nehmen wir dich auseinander. Auseinander. Die haben schon die Datenkonsole genommen. Wir haben 3 Dinger zu hacken. Nee, wir haben. Merkwürdig, was jetzt noch gemacht werden muss. Wir müssen ein weiteres Terminal finden, okay. Ich bin so mega verpeilt, Alter. Du bist easy. Gar nicht geil. Versuch's mir gerade zurückzuhalten. Boah, Gott, ja. Kleinen Moment. Mutter nervt hart. Wir müssen wieder ein wenig hier defenden. 3 sogar. Ich kenne es nochmal nur mit 2. Also so habe ich es in Erinnerung. Aber an die einigen Male, die ich mal gemacht habe, waren wir 2-mal defenden. Aber ist ja nicht schlimm. Wir müssen ja aber nur eigentlich 1,5 Minuten lang chillen. Mal die 1-2 Gegner killen, die ankommen. Am meisten wir chillen hier. Ballert eine mit seiner Soma um. Ich auch. Ich brauch eine Soma. Geben uns auch mal ein Soma-Battle. Oder einer hat Disco. Gar nicht geil. Schade für ihn. Ich weiß nicht, wie das war, aber ich werde Swarf oder wie er heißt. Naja. Jeder hat mal Disco. Ja, nach 30 Sekunden. Müssen wir auch mal kämpfen. Das ist sehr schlimm, weil wir sind ja voll so friedlich. Doch nicht aufs Maul, ich dachte, das war doch die Fresse, aber es war hier. 9 Sekunden, kann ja nicht viel passieren. Weg mit dem. Na, oh, fertig. Geht doch. Standen in dem Eisding, den gar nicht drinne, gar nicht geil. Hier rumwirbelt, ey, geht gar nicht klar. Geh mal einfach zu Ende, wa? Bin jetzt einfach zu faul, gerade die alle zu töten. Na gut, ein paar können wir mitnehmen. Auch nur ein paar. Und die 3. Mann, ist die Map riesig gerade.
Guck mal, der Reno kommt gut mit. Oh. Na, so geht's, wenn man nicht aufpasst. Kurz mal nachgedacht hat, wo es lang geht. Kleiner Leck mal wieder. Alter! Was soll denn das jetzt? Zieh mich rüber, wenn ich dieses die scheiß Reißleine benutze. Mit dem, ey. Hat's nicht verdient. Ganz kleine Zahlen, ey. Ach ja. Der Reno ist schon weiter vorne als wir. Wir dauernd gegen diese scheiß Dinger laufen, ey. Ich kotzen die an. Kann die jetzt schon nicht mehr leiden. So, haben wir es gleich. Ja. Gut, haben wir doch nicht helfen können, aber... Aber wir sind fertig. Helm Reno Prime. Ja. Ah, wunderbar. Da brauche ich doch nur eine Quest hier machen. Blöd für euch, da ihr jetzt wenig gesehen habt, aber... Naja, es werden noch ein paar Folgen Warframe kommen. Denn wir haben noch einiges zu tun. Ich denke mal, die Auslöschung 3 Questen, die werden auch noch ein paar mit sich bringen. Denn da gibt es halt viele. Keramikdolch. Ich glaube, der ist scheiße. Den hatte ich schon mal. Den hatte ich schon mal. Wenn ich jetzt ein Mädchen wäre, würde sich das lustig anhören. Am meisten, weil ich gesagt habe, der ist scheiße. Helm Reno Prime. Uns fehlen 8 Polymerbündel. Das ist natürlich scheiße, wa? Na ja, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss!